Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland ist wieder mal am Start, Leute. Wie soll es auch anders sein? Neuer Tag, neue News, XRP News und ja, hier sitzen wir, Luis. Und zwar folgendes, wir haben heftige Bewegungen auf den ganzen Kryptomarkt. Darüber sprechen wir und vor allem über JP Morgan mit Ripple zusammen. Arabische Emirate ist auf jeden Fall Ripple Partner. Mit am Start und vieles mehr, Leute. Was soll ich euch sagen, Leute? Um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, würde ich mal sagen, wir drücken alle auf Gefällt mir, abonnieren diesen Kanal. In diesem Sinne, rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community, denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützengraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Erstmal schönen Tag wünsche ich euch und ja, es gibt Personen, die bewegen zurzeit richtig heftig XRPs, ne, auf dem ganzen Markt. Eine Person allein hat 6% des ganzen Volumens bewegt, ne, und das ist auf jeden Fall heftig, ne. Und da steht es nochmal, Angebot in 10 Minuten hat der hat in 10 Minuten so viel bewegt. Wer ist da? Wer verdammt bewegt so viel XRPs und warum bewegt er so viel XRPs, ist die Frage. Ja, es sind auf jeden Fall Riesenmengen, ne. Wir sehen ja wirklich bei Whale Alert, 500 Millionen, 500 Millionen, 500 Millionen, 500 Millionen und so weiter, ne. Das ist wirklich unglaublich, was für Summen da, sag ich mal, jetzt transferiert wurden. Und ja, im Endeffekt für ODL sind es jetzt keine großen, sag ich mal, Transaktionen, aber es ist schon mal eine krasse Sache, das innerhalb von 10 Minuten, ne. So, bin echt gespannt, was da jetzt genau los ist, was da im Busch ist, ob doch manche Leute schon irgendwas wissen. Ja, bin ich echt gespannt, sehr krass auf jeden Fall. Innerhalb 10 Minuten so viel zu bewegen, ist schon heftig und da muss doch schon irgendjemand dahinter sitzen, ne? Ich habe mir natürlich sehr viele Kommentare durchgelesen unter diesem Tweet und ja, einige behaupten, vielleicht ist das auch die Regierung oder keine Ahnung, wer es sein kann, aber Leute, die auf jeden Fall bereit sein wollen, ready sein wollen, wenn es losgeht. Was denkt ihr? Wer kann das gewesen sein? Also wer bewegt so viel XRPs? Ist doch schon krank irgendwie. Wir wissen, dass ziemlich viele Börsen oder generell nicht viel XRP besitzen, ne? Und vielleicht ist es eine Möglichkeit oder wird jetzt von manchen spekuliert, dass XRP von den Börsen, sag ich mal, abgezogen wird und dass nach der Klage nicht mehr so viel XRP zu kaufen sein sollen, also auf den Börsen, die für uns, sag ich mal, ja, handelbar sind. Das, ja, kann natürlich sein. Wie Sie dann gerade gesagt habt, schreibt mal einfach in den Kommentaren, was ihr denkt, was das für Transaktionen, sag ich mal, sind, ne? Ey, ich rufe dich gleich zurück. Wir werden am Aufnehmen. Ich wollte nochmal gesagt haben, wegen Bittrex, ne? Ich weiß nicht, ob jemand von euch in Bittrex investiert ist, also in der Börse Bittrex angemeldet ist und da Kryptowährung besitzt. Bitte tut mir einen Gefallen, zieht diese Kryptowährung raus auf ein Ledger oder irgendwo anders hin. Ist da irgendetwas, ist da im Busch zurzeit? Die haben schon angekündigt, 30% ihrer Mitarbeiter wollen die kündigen. Und ich habe auf jeden Fall Bauchschmerzen, was das angeht. Das könnte eventuell ein neuer FTX-Skandalfall sein. Und ich habe auf jeden Fall Bedenken, was Bittrex angeht. Ja, gibt viele Möglichkeiten jetzt, ne. Wie gesagt, wir müssen da jetzt gucken, wie es weitergeht. Aber sowieso, die Kryptos einfach nur auf den Börsen liegen zu lassen, ist keine gute Möglichkeit. Wir können generell sagen, holt euch immer eine Hardware-Wallet, also ob Decent-Wallet oder Ledger, haben wir auf jeden Fall beides in der Beschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall noch ein paar Prozente sichern. Aber ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Jo, jetzt haben wir wieder eine sehr, sehr geile Nachricht. Und zwar, JP Morgan schließt sich mit Ripple-Partnern in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Was dies für den XRP-Preis bedeutet. Wir wissen ja, was für einen Einfluss JP Morgan, also die Bank, in der ganzen Finanzwelt da immer hat. Und das ist eine sehr, sehr geile Sache. Ja, und bestätigt auf jeden Fall immer noch das weiter Voranschreiten von Ripple und XRP, ne? Also, wer mir jetzt sagen will, Ripple ist ein Shitcoin, also tut mir leid. Die Technologie wird auf jeden Fall genutzt werden in der Finanzwelt. Das ist nur eine Frage, wann. Das ganze System muss erstmal umgestellt werden, ne? Wir müssen Geduld haben. JP Morgan, ein weltweit führender Anbieter von Finanzdienstleistungen, wird mit El Fadan Exchange LLC in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenarbeiten, um eine schnellere Transaktionsabwicklung und Überweisung in Fiat-Währung zu ermöglichen. Der RippleNet-Partner Al-Fadan Exchange bietet Geldtransfers und Wechseldienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Der Ausblick auf den XRP-Preis bleibt bullisch und der Altcoin bewegt sich in der Kaufzone. Also ganz klar, wirklich sehr bullische Nachricht. Arabische Emiraten sind sehr bullisch auch auf XRP. Luis, das heißt Al-Fadan, okay? Al.
AL, so, du musst auch so ein bisschen so Arabisch jetzt mittlerweile sprechen, weil wir als Whipple-Sympathisant, ne, und XRP-Inhaber müssen uns jetzt ein bisschen arabisieren, weißt du, heißt das so, sagt man das so? Wir müssen jetzt so ein bisschen Arabisch denken, ja? Okay. Auf jeden Fall sehr cool. Elfadan. Jetzt haben wir noch eine sehr interessante News, da gingen auch ein paar Gerüchte auf jeden Fall schon rum. Und zwar der CEO von Ripple enthüllt Pläne, einige Unternehmen von FTX DACH zu kaufen. Und zwar gibt es über 130 Unternehmen unter FTX, einschließlich des US-basierten Krypto-Handelsunternehmens, der Kryptobörsen unter FTX US. Garlinghouse wies darauf hin, dass es einige Unternehmen unter Sam Bankman-Fried zusammengebrochenen Unternehmen gibt, an denen Ripple interessiert ist. Garlinghouse ist die zweite Krypto-Persönlichkeit, die öffentlich Interesse an FTX bekundet. Der CEO von Tron, Justin Sun, war der erste, der, sag ich mal, schon gesagt hat, dass er Interesse hatte. Und jetzt, Ripple-CEO Brett Garlinghouse auch. Und bin ich sehr gespannt, ob sich wirklich noch ein paar Projekte da unter den Nagel reißen. Ne? Da sind, wie gesagt, 130 Unternehmen, die da noch am Start sind, die, sag ich mal, jetzt komplett am Arsch gegangen sind durch FTX. Und bin ich mal gespannt, ob das, sag ich mal, noch weiter nach vorne geht. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass es diese Gerüchte gibt, dass Whipple ein bisschen Interesse dran hat, aber wir haben ja gesagt gehabt, das war nur ein Spaß von David Schwarz. Ja, es hieß ja erst, dass Whipple quasi nur, also FTX die Börse kaufen will, so wie es Binance auch quasi erst vorgeschlagen hat. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es sind 130 Unternehmen unter FTX, die da, sag ich mal, drunter pleite gegangen sind. Und das ist das Ding, die quasi kaufen wollen und nicht FTX die Börse. So, und hier haben wir noch einen Bericht von der Bank of America. Und zwar wissen wir ja, dass die Bank of America sowieso nicht abgeneigt zu Ripple und XRP ist. Und hier steht nochmal, dass quasi die Bank of America einfach nur darauf wartet, dass wir regulatorische Klarheit kriegen, dass die SEC-Klage vorbei ist, damit quasi XRP quasi freigegeben wird für die Banken, für die Bank of America, weil sie wollen auf jeden Fall mit Ripple und XRP arbeiten, mit On-Demand Liquidity arbeiten. Und was soll ich dazu sagen? JP Morgan, Bank of America und die Liste geht sowas von krass weiter. Ja. Wir haben schon so viel Videos zu gemacht, können wir vielleicht nochmal bald wieder aufrollen von den ganzen Ripple-Partnern. Das sind wirklich Hunderte und das wirklich große Namen, große Banken und wo soll der Weg hingehen, Leute? Bank of America war ja schon mal mit Ripple verpartnert, bis die Klage kam und da haben die gesagt, hey, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Pause. Wenn die Klage vorbei ist, könnt ihr gerne wiederkommen und ja, die warten eigentlich nur sehnsüchtig darauf, mit Whipple wieder zu arbeiten, wie viele anderen. So, und es sind nicht nur die Arabischen Emiraten, sondern auch Südkorea ist Ripple-freundlich, sag ich mal. Und zwar zwei Ripple-Partner schließen sich zusammen, um die globale Überweisung aus Südkorea zu steigern. Und zwar haben sich Currency Cloud und SendB zusammengeschlossen, um Überweisung aus Südkorea zu verbessern und Kunden zu helfen, Geld ins Ausland zu senden. Ne? Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Großbritannien und beziehungsweise Südkorea. Ne? Also auch wieder ODL-Korridore, die weiter geschaffen werden und das ganze Ökosystem wächst. Diese ganzen Verbindungen gehen mittlerweile fast in allen Ländern rein. Ne? Ja, Leute, auf jeden Fall ein Tipp von uns ist auch, unser Shop, unser XRP Merchandise Shop und für jeden, der noch nichts zu Weihnachten hat, für seine Liebste, für seine Freundin, für seine Mutter, Kind, Tante, keine Ahnung für wen, ne? Für Nachbarskind oder Hassi gesehen, von Jacken bis T-Shirts, Hoodies, keine Weihnachtsmützen, Kuscheltiere, alles am Start. Alles, Cappy, Smash Cap, dies, das, alles vorhanden. Ihr könnt euch für alle, die bis jetzt sich noch nichts gewünscht haben von Weihnachtsmann oder Bekannten, ihr könnt gerne diesen Link weitergeben. Da Kuscheltier, Sporttasche, sogar Lätzchen, Luis, Hunde, Tücher, alles vorhanden, eine Olga ist auch vorhanden. Boah, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ihr könnt gerne diesen Link eure Bekannten, Freunde, Freundin, Frau geben und sind auf jeden Fall coole Geschenke. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein XRP-Bademantel, Luis. So richtig so ein Bademantel, ne? Das wäre auf jeden Fall geil. Und dann kann ich den, wenn XRP durch die Decke irgendwann gehen sollte, dann kann ich den schön anziehen und hier auf der Insel meine Runden drehen. Ich weiß nicht, was du davon hältst. So, Leute, und zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, wir abonnieren alle diesen Kanal. Drücken auf Gefällt mir. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr zu den News sagt.
Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, und rein, Leute. Das erfährst du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang. Bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt. Und unser Kurs sich wie Phönix von der Asche trennt.